Vizevorsitzender und Gründer von Young Austria. Junges Österreich hat sich unsere Organisation genannt. Als solches war ich legitimiert und hatte in meinem Polizeipass, wurde ich einst, wie der Krieg ausgebrochen ist, wurde ich vorgeladen, um mir diesen Stempel hineinzugeben, dass ich politischer Flüchtling bin und daher befreit bin von allen Restriktionen feindlicher Ausländer. Und ich wurde trotzdem, also auch wie alle anderen, einbaren Glück gehabt. Otto Prinzschek wurde zum Beispiel, mit denen habe ich zusammengewohnt, einer Wohnung, mich haben sie geholt, ihm haben sie zurückgelassen. Also wurde ich verhaftet und ebenfalls also interniert. Und das will ich sagen, also ich habe schon aufgrund, dass ich schon oft eingesperrt war, natürlich war ich gewitzigt. Ich habe mir einen Koffer voll Bücher und einen Rucksack noch dazu mitgenommen, weil ich wusste, man muss ja irgendwas machen, wenn man eingesperrt ist, muss man ja irgendwas tun, sich weiterbilden, studieren. Und habe ja mir eine große Bibliothek angelegt. Ich habe weniger gegessen, dafür bin ich schlank geblieben und habe mir dafür um das Geld, was ich bekommen habe, also Unterstützung vom Komitee, arbeiten durfte wir nicht, bekam ein Geld vom Komitee, Unterstützung, ich habe dafür auch im Komitee arbeiten müssen, mit dem Geld habe ich nur weniger fürs Essen, sondern mehr für die Bücher ausgegeben, hatte eine riesen Bibliothek, man bekam also in London deutsch- und englischsprachige, auch deutschsprachige marxistische Bücher, Engels, Philosophie und so weiter, die habe ich also zahlreich mir gekauft und war alles im Rucksack. Und dann traf ich den Heinz Hollitscher, Professor Heinz Hollitscher, ein Wissenschaftler, der sah mich wie ein Rucksack voller Bücher und ist mir eingefallen, er hat nicht ein einziges Buch mitgenommen. Sagte, wir müssen teilen, weil der ist ja Kommunist, Kommunisten teilen immer alles, also musst du mir die Hälfte geben. Ne? Also gut, ich habe gesagt, du kriegst die Hälfte. Aber die Wissenschaft, ich sage, okay, wenn wir aber zusammen in ein Lager kommen, das war also im Sammellager, dann von dort wurde ja dann verschickt, wenn wir in ein Lager kommen, dann kriege ich es wieder zurück. Aber ich bin leider nicht mehr mit ihm in ein Lager gekommen. Ich habe das später wieder natürlich nach dem Krieg getroffen, wir waren dann er ist ein Professor auf einer Universität in Berlin gewesen. Aber jedenfalls, ich kam also dann in ein Internierungslager und so kamen auch alle Kinder. Selbst die Kinder, selbst die 15, 14, 15, 16-Jährigen wurden, 7-Jährigen wurden alle mit interniert. Und jetzt stellt euch vor, wir hätten nicht diese Jugend gehabt, wir hätten nicht diese Gruppen gehabt. Was aus den Kindern geworden wäre. Das wäre ja furchtbar. Die Kinder sind dem Stacheldraht entkommen. Man hat sie gerettet und jetzt kommen sie nach England und werden ein Jahr später wieder unter Stacheldraht gefangen. Und dann kam es so, dass natürlich in allen diesen Lagern, die meisten Lager waren auf der Isle of Man, das ist eine Ferieninsel, zwischen Irland und dem englischen Festland, drei oder vier große Hotels. In diese Hotels wurden wir untergebracht, in jedem Zimmer zwei oder drei, je nachdem wie groß die Zimmer waren, Leute, Burschen. Da gab es immer welche Leute, auch da wurden natürlich auch Leute interniert, wie zum Beispiel da waren Bootsleute, die also schon ihr Leben lang in England, die nicht einmal Deutsch konnten, die eigentlich seit 30, 40 Jahren schon in England lebten, aber die deutsche Staatsbürgerschaft